Okay, sorry. Die Fahrgäste, die Fahrkarten bitte. Ihre Fahrkarte bitte. Ihre Fahrkarte bitte. Wieso sind Sie schon hier? Haben Sie schon die andere kontrolliert? Nein, die kontrolliere ich nach Ihnen. Ihre Fahrkarte bitte. Das finde ich total komisch. Warum erst mich? Ich tue Kontrollieren Sie bitte vorne an. Ich tue nur meinen Job. Ihre Fahrkarte oder ich nehme Ihre Personalien auf. Es tut mir leid. Ich würde mich wohler fühlen, wenn Sie vorne anfangen. Warum machen Sie das nicht? Es ist nicht gegen Sie persönlich. Ja. Aber ich habe so meine Erfahrungen gemacht. Was für Erfahrungen sind das? Erfahrungen, dass Schwarze besonders häufig schwarz fahren. Was heißt überhaupt schwarz fahren? Schwarz arbeiten, schwarz fahren. Sie wissen nicht, was das ist? Überhaupt nicht. Was ist schwarz fahren? Schwarz fahren ist, wenn man keine Fahrkarte hat. Also illegal fahren. Genau. Hat das noch. Alle, was schwarz betrieb, ist schlecht, oder? Das habe ich nicht gesagt. Doch. Nein, Quatsch. Doch. Ein Schwarzmaler ist jemand, der alle schlecht findet. Was ist mit den schwarzen Schafen? Sind nur immer Verbrecher. Und schwarze Magie ist sie immer böse oder Voodoo. Und schon die Kinder lernen, wer hat Angst vor Schwarzmann? Niemand. Und wenn er kommt, dann laufen wir. Kannst du mir bitte ein Beispiel geben, wo Schwarz für etwas Gutes steht? Sitzen Sie mich bitte. Schwarz, kein Problem. Kein Problem. Beispiel bitte. Schwarze Zahlen. Das steht für was Positives. Keine Schulden machen. So, und jetzt Ihre Fahrkarte bitte. Oder ich nehme Ihre Personalien auf oder ich muss mir noch Hilfe holen oder wie? Mir egal. Geben Sie ihm doch endlich die Karte. Also, ich bin schwarz. Schwarz, ja, das weiß ich. Aber ich fahre weiß. Bitte? Ich war weiß. Ich habe ein Weiß-Ticket, dann war ich weiß. Hören Sie nicht, er fährt weiß.